Willkommen zum Leitex Support Tech Talk. Mein Name ist Kevin Goll und diesmal geht es um Modbus, wie Sie sehen, um Modbus RTU im Speziellen mit einem Modbus-Gerät und zwar, wie wir dieses in Betrieb nehmen, richtig? Vorweg einmal Grundlegendes zu der Bus-Topologie, da diese sozusagen die Fehlerquelle Nummer 1 ist. Im Modbus-Standard unter der Modbus-Zweidraht-Topologie findet man eine Topologiebeschreibung ähnlich dieser. Die Daten sind zwar zweidrahtbezogen, jedoch wird eine dritte Leitung vorausgesetzt, und zwar eine gemeinsame Masse. Außerdem ist es vorgegeben, dass an beiden Enden der Bus terminiert wurde. Des Weiteren kann es einen sogenannten Biasing Circuit geben. Dieser dient dazu, den Bus immer auf einen definierten Level zu ziehen. Üblicherweise wird dieser angebracht direkt beim Modbus Master. Ob ein Biasing Circuit vorhanden sein muss oder nicht, hängt meist von den Slave-Geräten selbst ab. Grund für die gemeinsame Masse ist lediglich, dass ohne gemeinsames Referenzpotenzial eine funktionstüchtige Übertragung nicht gewährleistet werden kann. Es ist außerdem laut RS-485 Bus-Topologie-Spezifikation möglich, die gemeinsame Masse gegen Erde zu ziehen, mittels eines weiteren Widerstands, üblicherweise 100 Ohm. Auch erwähnenswert ist es, dass Busteilnehmer, die momentan keine Daten übertragen, in einem hochohmigen Zustand sind, um den Bus nicht weiter zu belasten. Es wird hier von einem sogenannten Tri-State gesprochen. Für diesen Tech-Talk habe ich mehrere Testaufbauten durchgeführt, um Unterschiede zwischen standardkonformen und nicht konformen Installationen aufzuzeigen. Hier habe ich jeweils Oszilloskopbilder angefertigt, die jeweils ein Modbus-Paket darstellen. In all diesen OSDI-Bildern geht es mehr darum, die Signalform zu zeigen, als die genaue Übertragungsmethode. Im ersten Beispiel sehen wir ein Modbus-Paket mit Terminierung sowie Biasing Circuit und gemeinsame Masse. In Gelb und Blau sehen wir das Signal auf den beiden Datenleitungen. In Rot ist die Differenz der beiden Signale, welches letzten Endes zur Auswertung verwendet wird. Besonders möchte ich hier aufmerksam machen auf die Flankensteilheit. Wie schon erwähnt, ist es auch konform, einen Biasing Circuit wegzulassen laut Modbus Standard, sofern die einzelnen Teilnehmer diesen nicht benötigen. Das OSDI-Bild würde dazu so aussehen. Aufgrund der geringen Leitungslängen, die für diesen Test verwendet worden sind, ist die Flankensteilheit nicht merklich anders. Jedoch je nach Busimpedanz können sich hier kleine Unsauberkeiten bemerkbar machen. Zum Beispiel, dass nach einem Paket die Signale noch eine gewisse Zeit brauchen, bevor sie wieder zu ihrem Referenzpotenzial zurückwandern. Alles in allem dennoch noch ein gut verwendbares Signal. Lässt man nun die Terminierung weg, zeigt sich klar das soeben angesprochene Beispiel. Jedoch mit viel höherem Effekt. Das OSDI-Bild würde so aussehen. Ohne Terminierung dauert es nun doch sehr lange im Verhältnis zum eigentlichen Übertragenen, bis die Signale wieder zu ihrem Referenzpotenzial finden. Je schneller Modbus-Pakete nun übertragen werden, desto unsauber ist der Anfang des nächsten Paketes und Fehler können entstehen, bis dahingehend, dass eine einwandfreie Übertragung nicht mehr möglich ist. Entfernt man nun auch die gemeinsame Masse zwischen den Modbus-Teilnehmern, sieht das Ganze so aus. Hier wurde gegen die Masse des Modbus-Masters gemessen. Es sei jedoch gesagt, dass das Rauschen, das hier sichtbar ist, nicht nur Rauschen ist, sondern auch zu einem großen Anteil Netzbumm. Dennoch, nun ist der Bus sozusagen freischwebend und somit noch störungsanfälliger. Rein informativ habe ich hier noch ein letztes Bild angefertigt. In dem Fall, dass man zwar ohne gemeinsame Masse arbeitet, aber zumindest eine Terminierung angesetzt hat. Das Rauschen und der Netzpump bleiben uns erhalten, aber immerhin erkennt man das Signal ein wenig besser. Man beachte, all diese Bilder sind etwa mit 2 Meter Kabel angefertigt worden. Bei tatsächlichen Anlagen sind die Buszustände natürlich andere. Sicher aber nicht besser als dieser Laboraufbau. Dennoch wenig überraschend, die besten Bilder sind jene unter standardkonformen Bedingungen. Eine Übertragung ist zwar in den nicht standardkonformen Fällen möglich gewesen, aber in realen Fällen, also auf tatsächlichen Anlagen, kann es natürlich auch sein, dass dies möglich ist,
aber das Ganze leider nicht mehr gewährleistbar ist. Und schließlich geht es ja darum, eine robuste Kommunikation zu ermöglichen. Daher ist auf jeden Fall zu empfehlen, den Standard zu folgen. Nun, da wir uns mit der Verdrahtung der Bustopologie vertraut gemacht haben, können wir uns dem Protokoll selbst widmen. ModMOS basiert auf einem Master-Slave-Prinzip. Das heißt, ein Mastergerät fordert ein Slave-Gerät auf, dessen Registerinhalte bekannt zu geben. Das Slave-Gerät muss bestmöglich, im Idealfall mit den gewünschten Daten, antworten. Um diesen Informationsaustausch besser nachvollziehen zu können, bieten unsere Geräte die Möglichkeit, den ModMOS-Kanal zu protokollieren. Um den ModMOS-Protokollanalysator zu starten, verbinden wir uns zunächst einmal mit dem WebOI des Gerätes. Das WebOI ist erreichbar via der IP-Adresse des Gerätes in einem herkömmlichen Browser oder auch im Linkskonfigurator via den Web-Interface-Tab. Nun können wir über Statistiken und dann ModBus die Statistikseite unseres ModBus-Kanals einsehen. Der Protokollanalysator lässt sich dann hier öffnen. Über den Button können wir den Protokollanalysator nun starten. Nun ist die Aufzeichnung des ModBus-Kanals aktiv. Man beachte hierbei, das Log lässt sich nur anfertigen, wenn unser Gerät im ModBus Master Modus ist. Anhand dem Protokoll lassen sich dann Aussagen treffen, wie zum Beispiel, welches Slave-Gerät abgefragt wird und wie dieses antwortet. So ein ModBus-Log könnte dann so aussehen. An und für sich zeigt das Log schon viele relevanten Daten in der Payload-Spalte an. Also zum Beispiel Read1 ModBus Registers at Start Address 32. Also ein Register wurde gelesen ab der Adresse 32. Im Normalfall reichen diese Angaben, um das Log oberflächlich zu verfolgen. Es zeigt allenfalls an, was wird gelesen und wie lautet die Antwort. Jedoch zum näheren Verständnis sollten wir uns zunächst einmal die ModBus-Funktionscodes ansehen. Prinzipiell gibt es Coil, Discrete Input, Hold und Input Register. Discrete Input als auch Input Register können nur aus dem Slave-Gerät gelesen werden. Coil und Hold hingegen können auch beschrieben werden. Je nachdem, ob gelesen oder geschrieben werden soll, unterscheidet sich der notwendige Funktionscode. Viele Hersteller haben sich darauf geeinigt, diverse Funktionscode auf gewissen Registeradressen zu vergeben. Daher ist oft nur die Adresse selbst angegeben. Die Funktionscodes beziehen sich auf folgende Registeradressbereiche. Beispielsweise könnte so ein Wald- und Wiesen-Modbus-Datenblatt folgende Registeradressen zeigen. In diesem Beispiel wäre Register 30.016 ein Input-Register mit der Registernummer 15. Die Register ab 40.001 wären demnach Hold-Register mit den Nummern 0, 1, 2 und so weiter. Wichtig ist auch, dass man hier unterscheiden kann zwischen Adressen und Registernummern. Die Nummern sind gleichzustellen mit der Registeradresseneingabe im Linkskonfigurator. Nun steht uns quasi nichts im Wege, unser ModBus-Gerät im Linkskonfigurator einzubinden. Um ein ModBus-Gerät zu erstellen, klicken wir zunächst auf den ModBus-Verwaltungsbutton. Nun können wir ein neues ModBus-Gerät anlegen, zum Beispiel unsere Wetterstation. Und mit dem Button Gerät erstellen sehen wir nun, dass diese Wetterstation in unserer Geräteliste vorhanden ist. Nun können wir neue ModBus-Datenpunkte anlegen und mit dem Online-Registertest können wir versuchen, hier Daten auszulesen. In unserem Fall ist es aber leider ein Timeout-Error occurred. Ein Blick in die Statistikseite und den Protokollanalysator zeigt uns Frame Damaged. In diesem Fall ist das Ganze ein Timeout, also das Gerät antwortet überhaupt nicht. Erkennen kann man das daran, dass die Nachricht Frame Damaged entweder nach dem konfigurierten Timeout kommt oder standardmäßig nach 800 Millisekunden.
Prinzipiell liegen solche Fehler entweder an der physikalischen Verdrahtung oder der Modbus-Einstellungen. Es kann auch sein, dass das Gerätetimer zu kurz gewählt wurde und dies mehr Zeit zum Antworten benötigt. Mit der Bus-Installation haben wir uns ja bereits befasst. Eine Modbus-standardkonforme sowie Leutik-Lösung wäre dazu das LTP4 bzw. das LT04. Genau mit jenem Aufbau wurden auch die bereits gezeigten Oszilloskopbilder angefertigt. Man beachte hier, dass das LTP4 direkt beim Modbus Master angebracht ist, also beim Links in diesem Fall. Wichtig dabei ist auch, die gemeinsame Masse nicht zu vergessen. Die Geräte-Timeouts können konfiguriert werden mittels des Modbus-Verwaltungsbuttons. Hier können dann die jeweiligen Geräte-Timeouts für das jeweilige Gerät konfiguriert werden. Unter Einstellungen, Projekteinstellungen, Systemeinstellungen und dann den Modbus-Port können dann die Modbus-Einstellungen getroffen werden. In unserem Fall wurde die Bordrate nicht richtig angepasst. Die Wetterstation verwendet die Bordrate 38.400. Hier nochmal die wichtigsten Einstellungen hervorgehoben. Also die Modbus RS485 Konfiguration und die Modbus-Verwaltung mit dem Geräte-Timeout. Wir können nun Werte aus unserer Wetterstation auslesen. Das Holregister 0 dieser Wetterstation soll einen Temperaturwert darstellen. Der Wert scheint hier zunächst nicht plausibel. Unser Modbus-Protokollanalysator zeigt jedoch grundlegend, dass eine Kommunikation zwischen den Geräten stattgefunden hat. Hier können wir erkennen, dass ein Modbus-Request gegeben hat und dass wir auch eine Antwort empfangen haben. Dass ein Modbus-Request weggesendet worden ist, erkennen wir an dem SND bzw. RCV, also Send und Receive. Somit können wir also Modbus Requests und Responses auseinanderhalten. Wir können auch auf der rechten Seite sehen, was für Rohdaten gesendet worden sind. Und diese Rohdaten sehen wir uns jetzt genauer an. Eine Modbus-Anfrage für ein Holdregister ist beispielsweise folgendermaßen zusammengesetzt. Das erste Byte bezeichnet die Modbus-Geräteadresse des Slaves-Gerätes. In diesem Fall unsere Wetterstation mit der Nummer 1. Das zweite Byte beschreibt den Modbus-Funktionscode, hier ein Holdregister. Die nächsten zwei Bytes beschreiben, ab welchem Register gelesen werden soll, in unserem Fall dem Register 0. Dann folgen wieder zwei Bytes, die angeben, wie viele Register gelesen werden. Hier lesen wir nun ein Register. Die letzten zwei Bytes sind dann CRC, also ein sogenannter Cyclic Redundancy Check. Kurz zusammengefasst berechnet sich der CRC aus den zuvor genannten Bytes. Das Slave-Gerät führt diese Berechnung ebenfalls durch mit den empfangenen Bytes. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden CRCs, wird das empfangene Paket komplett verworfen. In den meisten Fällen können wir den CRC jedoch ignorieren. Die Antwort auf unsere Anfrage ist recht ähnlich gestaltet. Das erste Byte und das zweite Byte sind analog zur Anfrage, sprich Adresse und Funktionscode. Darauf folgt ein Byte, das beschreibt, wie viele Datenbytes folgen, in unserem Fall 2. Dann folgen n Datenbytes, also eben wie viele beschrieben worden sind, 2. In diesem konkreten Beispiel wäre das nun EA00. Die letzten zwei Bytes sind ebenfalls CRC. Ein INT16-Register besteht immer aus 2 Byte an Daten. In der Anfrage sehen wir nochmals, dass wir ein Register abgefragt haben und die Wetterstation hat mit den Daten EA00 richtig geantwortet. Wir haben also aus dem Modbus-Protokollanalysator auslesen können, welche Daten wir von der Wetterstation bekommen haben, also EA00. Und im Online-Registertest haben wir den Wert -5632 beobachtet. Dies hängt rein von der Interpretation dieses Wertes ab, also in unserem Fall ein INT16. Es gibt aber auch ein UINT16. Man spricht davon dabei von unsigned und signed. Der Unterschied ist lediglich, ob nun ein Vorzeichen vorhanden ist oder nicht.
Üblicherweise werden die Interpretationen der Modbus-Werte im Datenblatt des jeweiligen Gerätes erläutert. Sollte dies unzureichend sein, kann man oft aufgrund von sogenannten Educated Guesses dennoch schnell ans Ziel kommen. Beispielsweise wäre ER00 in Dezimal interpretiert, als ein 16-Bit Unsigned Integer, also ohne Vorzeichen, 59.904. Hingegen ein 16-Bit Signed Integer wäre eben minus 5.632 jener Wert, den wir auch im Modbus Online-Registertest erkennen konnten. Beides scheint jedoch, wie bereits erwähnt, kein realistischer Temperaturwert zu sein. Dies liegt wohl an der Byte-Reihenfolge oder Endianness genannt. Leider ist im Modbus-Standard nicht spezifiziert, mit welcher Reihenfolge diese Bytes übertragen werden müssen. Tauscht man nun diese Byte-Reihenfolge, wird aus ER00 00EA. In diesem Fall sprechen wir von einem 16-Bit-Swap. Interpretieren wir diese geswappte Byte-Reihenfolge als 16-Bit unsigned, also ohne ein Vorzeichen, erhalten wir die Zahl 234. Selbiges für ein 16-Bit signed, also ein Int16. Der gemessene Temperaturwert sollte bei 23 Grad liegen. Und daher kann mittels Exponent durch 10 dividiert werden. Am WebUI würden wir dann zum Beispiel folgende Werte erhalten. Nun können wir nach diesem Schema all die benötigten Register anlegen. Nachdem nun alle relevanten Datenpunkte für ein Modbus-Gerät angelegt sind und die Konfiguration entsprechend auf unseren Links geladen haben, planen wir eventuell noch andere Geräte einzubinden oder das bereits erstellte zu vervielfältigen. Bevor wir das jedoch tun, lohnt sich noch ein Blick in die Modbus-Statistikseite. Besonders zum Thema Kanalauslastung. Besonders dann, wenn viele Register oft abgefragt werden. Man beachte hier die sehr hohe Kanalauslastung. Je nach Gerät gibt es hier jedoch unterschiedliche Lösungsstrategien. Angenommen, das Modbus-Slave-Gerät unterstützt Multiple Read Requests. Dann lohnt es sich oft, größere Registerblöcke zu bilden und diese auf dieselbe Poll-Gruppe zu legen. Denn dann wird nur ein Modbus-Request an das Slave-Gerät gesendet. Man spart sich einige Bytes, die für die Anfragen und Antworten notwendig sind insgesamt. Modbus-Poll-Gruppen für die einzelnen Registergruppen könnte man zum Beispiel so erstellen. Sollte die Kanalauslastung dann noch immer hoch sein, empfiehlt es sich, gewisse Blöcke geteilt abzufragen, also ein Poll-Zyklus pro Gruppierung. Oder gar Daten, die nicht sehr relevant sind, deutlich langsamer abzufragen, also zum Beispiel 15 Minuten, aber dafür ein Poll und Startup. Ist ein Multiple Read nicht unterstützt, bleibt leider nur die Registerdaten einzeln zu lesen bzw. einzeln zu schreiben. Auch hier sollten dann die Gruppierungen entsprechend priorisiert werden, mit den jeweiligen Gruppen, also wichtige Daten auf kleineren Poll-Zyklen und für weniger wichtige Daten größere Zyklen. Es ist natürlich auch möglich, die Baudaten entsprechend anzupassen. Jedoch ist zu beachten, dass bei langen Leitungslängen hohe Baudaten nicht zu empfehlen sind. Die Baudrate lässt sich, wie schon bereits zuvor gezeigt, hier ändern. Es kann nun natürlich auch vorkommen, dass auf eine Modbus-Anfrage nicht korrekt geantwortet werden kann. Es gibt dazu im Modbus-Standard einige Fehlercodes bzw. Exception-Codes. Einen Fehler erkennt man daran, dass die Antwort des Gerätes zum Funktionscode den Hexadezimalwert 80 dazu addiert hat. Zum Beispiel eine Abfrage eines Discrete Input Registers, also Funktionscode 2, wäre dann beantwortet mit 82. Das darauffolgende Byte stellt dann den Errorcode dar. Ein Beispiel wäre hier der Code 1. Dieser besagt, der Funktionscode in der Abfrage des Gerätes konnte nicht korrekt vom Slave-Gerät bearbeitet werden. Üblicherweise liegt dies daran, dass es entweder kein Register gibt, das diesen Funktionscode nutzt, oder eventuell ist das nur bei neuen Fabrikaten unterstützt.
Ein weiterer Errorcode, der öfters vorkommt, wäre der Exception Code 2. Dieser entsteht üblicherweise dann, wenn das abgefragte Register oder die Anzahl der abgefragten Registern nicht existieren oder bzw. überschritten werden. Beispiel: Ein Gerät hat 50 Register, eine Anfrage, wo ab der Registernummer 42 für 6 Register gelesen werden soll, funktioniert. Liest man jedoch mit mehr Registern aus, beispielsweise 10, erhält man den Errorcode 2. Oft kommt auch noch vor der Errorcode 3. Dieser besagt, dass der geschriebene Wert in seiner Länge nicht korrekt ist. Also wenn man mehr schreibt, als was das Register beinhaltet. All diese Errorcodes sind im Modbus-Standard näher erklärt. Hierbei möchte ich eher zeigen, wie man solche Errorcodes erkennt. Also, dass der Hexadezimalwert 80 zum Funktionscode dazu addiert wird. Die semantische Interpretation des Errorcodes ist ja dann sozusagen nachschlagbar im Modbus-Standard. Und das sind auch schon die häufigsten Probleme, bei denen man bei Modbus RTU darüber stolpern kann. Ich hoffe, ich konnte mein Wissen gut weitergeben und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, ist es möglich, über die Links-Konfiguratoren oder über Links oder über ein anderes Device in Modbus-Register auch zu beschreiben? Den Links-Konfigurator nicht, nein. Über einen LROC oder über einen Links. Mit dem Links-Konfigurator kann man kein Modbus beschreiben, oder? Register. Geht nicht. Geht nicht. Haben wir da irgendwelche andere Tools hier, wo man da mal eine Reaktion irgendwo auf anderen Geräten hervorrufen kann? Prinzipiell, nur wenn die Datenpunkte angelegt sind, kann man das im Web-UI, also quasi dann auf den Datenpunkt selbst zugreifen und dort dann schreiben. Probehalber schreiben ist momentan noch nicht möglich. Also es geht nicht über unsere Geräte, aber was man machen kann, es gibt so PC-Tools, zum Beispiel Modbus Poll. Da braucht man aber dann so ein RS-485-Interface für ein PC. Da gibt es relativ günstig so USB-RS-485-Interfaces. Und mit dem kann man dann auch testweise Registerblöcke und so weiter auslesen, beziehungsweise Daten beschreiben. Das geht dann dort auch. Ja, okay. Nee, das ging, weil jetzt hier auch jetzt gerade Kunden anriefen, ob sie da irgendwie Möglichkeiten hätten, irgendwelche Umluftkühlgeräte da irgendwie mal anzutriggern. Keine Ahnung, dass sie eine Reaktion sehen. Ohne, wie jetzt schon gesagt, ohne den Datenpunkt im LROC anzulegen, geht es nicht. Ja, ist okay. Genau. Dann noch eine Frage, und zwar über die Codierung. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Und zwar gibt es da auch mal verschiedene Aussagen, wenn ich jetzt das Register 30.000 habe, muss ich dann über den Linkskonfigurator, brauche ich da eigentlich bloß die letzten drei Zahlen oder letzte Zahl eigentlich als Registeradresse eingeben? Oder muss ich die komplette Zahl eingeben? Nein, also es ist eigentlich so, also wenn normalerweise 30.000 angegeben ist, dann ist es ein Input-Register. Das heißt, man muss nur den richtigen Funktionscode wählen und dann, so wie du gesagt hast, sind das quasi nur zwischen 1 und 9.999, dass man quasi dann 1 abzieht und dann das als Registernummer verwendet und das ist dann im Linkskonfigurator einzutragen. Ist das irgendwie festgeschrieben irgendwo? Weil der Hintergrund ist der, bei einer TIS-Wetterstation fragen wir explizit dieses 3000er oder wie das 30.000er Register ab. Nein, es ist nicht vorgeschrieben. Es kann sein, dass es so ist. Wenn explizit dabei steht, dass es ein Hold-Register ist mit der Nummer 30.000, dann ist das auch okay. Mhm. Gut. Also es kommt immer vom Hersteller an und je nach Dokumentation. Genau. Mhm, richtig. Man muss das nur vielleicht noch zur Ergänzung. Im Prinzip ist Modbus ja so ein Quasi-Standard. Das ist ja kein offizieller Standard, der jetzt irgendwie getestet oder geprüft wird oder wo irgendwas zertifiziert wird, sondern das kann eigentlich jeder mehr oder weniger implementieren,
was er will, wenn man so möchte. Und prinzipiell ist einmal zu sagen, es gibt halt diese verschiedenen Registertypen, nämlich Coil, Input, Hold und Discrete. Und jeder dieser Register hat seinen eigenen Adressraum. Das heißt, es gibt im Prinzip ein Register 0 für Coil-Register, ein Register 0 für Input-Register, ein Register 0 für Hold-Register und ein Register 0 für Discrete-Register. Also das ist einmal etwas, was einem klar sein muss. Deswegen dieses Aufsplitten in verschiedene Registerbereiche, wie der Kevin schon gesagt hat, das ist irgendwie eine Konvention, aber das gibt es in der Form eigentlich nicht. Was manche Hersteller dann auch machen, ist, dass sie die Register doppelt abbilden. Also dass du zum Beispiel dieses Input-Register 0 entweder über die Registeradresse 30.000 oder über die Register-Input-Adresse 0 lesen kannst. Also das ist auch möglich, dass man einfach dasselbe Register auf mehrere Adressen gespiegelt ist. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist je nachdem, was der Hersteller macht. Deswegen ist das auch so ein Gerate, auch so wie der Kevin gezeigt hat, Big Little Endian, wie funktioniert das jetzt wirklich, wie schaut das aus, wie ist das zu interpretieren. Da kann man nur herumprobieren und raten, und das ist auch der Grund, warum wir das in den Konfigurator eingebaut haben mit dem Online-Test, weil bevor wir das hatten, musste man halt immer seine Datenpunkte konfigurieren, ins Gerät hineinladen, am Webinterface schauen, was rauskommt, etwas ändern, wieder reinladen, und das ist halt mühsam. Und so probiert man es halt einfach aus, und wenn es mit einem Register funktioniert, dann kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel die Endianess jetzt für alle Register gleich ist. Und so kommt man dann um einiges schneller zum Ziel. Ja, eine Frage dich noch, und zwar, ob wir bitweise auslesen können, die Register. Oder bitweise kodierte Register. Ja, es geht schon. Es gibt dafür strukturierte Datenpunkte im Konfigurator, die kann man anlegen, also so ein 16-Bit sozusagen auslesen. Wichtig dabei ist eigentlich nur eben die Endianness, also die Byte-Reihenfolge, dass man da ein bisschen aufpasst. Und ansonsten ist es quasi, dann hat man wirklich die Bits einzeln aufgedröselt und dann kann man diese auswerten nach Bedarf. Beziehungsweise man kann sie natürlich auch die Struktur dann so benennen, dass man dann sagt, Bit 1 ist der Zustand und Bit 2 ist zum Beispiel so ein Fehler oder was dann halt wirklich diese Zustände laut Datenblatt heißen also sollen. Die Frage war, da bin ich jetzt auch nicht, also habe ich auch keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Also ich sage mal, wir haben 16 Bit, also 16 verschiedene, oder gibt da eigentlich dann 65.000 Zustände, die wir da kodieren können. Da gab es dann eben, ich sage es mal, in der Dezimalzahl 4.200 war eben eine Störung. Die 4.800 war Filterwechseln und alles sowas. Wie kann man das irgendwie strukturiert, ohne jetzt 5.000 Meldungen abzufragen, irgendwie kann man die irgendwie verarbeiten? So, wenn das bitweise kodiert ist, vielleicht, aber ich kenne das Gerät nicht. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich mische mich nochmal ein. Man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also bitweise auslesen, ein Modbus-Hold-Register zum Beispiel, und in den allermeisten Fällen hat man eigentlich Hold-Register, ist immer 16-Bit. Und ein Register kann ich immer nur als Ganzes auslesen. Das heißt, ich kriege im Prinzip immer 2 Byte als Werte daher. Mhm. Ja. Wenn ich ein einzelnes Bit haben will, dann darf ich kein Hold-Register machen, sondern muss ich ein Coil-Register machen. Ein Coil ist ein Bit. Ja. Mhm. Also da ist die Länge einfach ein Bit. So, wenn ich aber jetzt zum Beispiel so ein Status-Register habe, das 16-Bit groß ist, dann kann ich immer nur das ganze Register lesen. Aber ich kriege jetzt eben einen Wert zwischen 0 und 65.565 und entweder ich werte mir den jetzt in irgendeiner Logik aus und maskiere mir da einzelne Bits heraus, oder ich definiere mir halt, so wie man es bei uns im Linkskonfigurator machen kann, meine eigenen Datentypen, die ich dann praktisch über dieses Modbus-Register drüber stülpe. Also das ist schon möglich. Da kann ich eben dann dem Modbus-Register nicht einfach einen UIN16 oder so einen Datentyp zuweisen, sondern ich kann in einem User-Datentyp zuweisen. Und das ist dann meine Registerdatenstruktur. Und da kann ich dann sehr wohl wirklich jeden einzelnen Bit in diesem Register schon eine Bedeutung zuordnen. Also ein aus, Fehler, Pumpe an, aus, wie auch immer. Was halt dann in der Beschreibung drinnen steht. Und so wie der
Kevin gesagt hat, da muss man halt dann auch ein bisschen herumexperimentieren und mit der Endianess aufpassen, was bedeutet jetzt welches Bit. Und manchmal ist es ja auch so, dass in so einem 16-Bit-Wert zwei Bits zusammengefasst werden, um irgendein Multistate abzubilden zwischen 0 und 3 und so weiter. Also wir können das alles abbilden im Linkskonfigurator, können unsere eigenen Strukturdatentypen bauen, unsere eigenen Multistate-Typen bauen. Das ist halt ein bisschen Herumprobiererei. Also das zahlt sich aus, wenn man danach ein Template für so ein Modbus-Gerät macht und das halt mehrfach verwendet. Aber nur ein Bit von einem Hold-Register auslesen, das geht halt nicht, weil man kann einfach immer nur das ganze Register abfragen. Habe ich verstanden. Ja, wie gesagt, der Hintergrund war der, er wollte die Betriebsmeldung haben, sage ich, war jetzt das Bit 4. Aber wenn jetzt noch andere Bits gesetzt werden zu der Zeit, kann er es im Dezimalen nicht auswerten. Naja, dann könnt ihr ja hergehen, eine Datenstruktur, wenn ihr wirklich jetzt nur das Bit 4 interessiert. Ja, genau. Dann macht er sich halt eine Datenstruktur, die besteht dann aus drei Elementen, nämlich die unteren drei Bit, also 0 bis 3, die nennt er halt Reserved 1. Dann nennt er sein Bit, so wie es heißen soll, zum Beispiel, weiß nicht, Error. Und die anderen Bits, die gehen halt dann über was? Über, weiß nicht, ob das geht, dass man 12 Bits breite machen kann. Sonst würde man halt ein Byte und dann noch ein bisschen was mit Reserved machen. Du kriegst dann insgesamt vier Felder oder fünf Felder und eines ist halt das, was du wirklich haben willst. Ich würde es nur ein bisschen anders machen, weil du kannst doch eine Bitverschiebung definieren. Du kannst einfach nur ein Bit anlegen und sagen, das fängt bei Bit 4 an und dann geht das auch. Dann muss man die anderen zwei Bereiche nicht machen. Aber gut, dann müssen wir da mal telefonieren. Also so weit. Ja, mit Logik kann man es auch lösen. Ja, ich meine, du kannst natürlich dann einfach das Bit rausmaskieren. Du nimmst einfach den Hexwert und maskierst das eine Bit raus. Das geht natürlich auch in einer Logik oder Mathematikobjekt. Ja, keine Frage. Wenn im Moment jetzt niemand schnell mit einer Frage kommt, mir sind während dem Video noch zwei Dinge eingefallen, die mir auch im Support noch häufiger untergekommen sind, aber ich irgendwie noch vergessen habe. Das eine ist die Klemmenbezeichnung von Modbus. Man hat ja immer diese zwei Leitungen, A, B oder Plus, Minus, also die Datenleitungen und Masse. Und manche Hersteller bezeichnen ihre Leitungen mit A und B und manche Hersteller bezeichnen die Leitungen mit Plus und Minus. Und was da wichtig ist zu wissen, ist, dass A gleich Minus im Modbus-Standard ist und B gleich Plus. Und wenn man das falsch herum anschließt, dann funktioniert es nicht. Also das ist auch ein häufiger Fehlerfall, dass es nicht funktioniert, weil einfach A und B verdreht angeschlossen ist, weil das eine Gerät A, B bezeichnet, das andere Plus, Minus bezeichnet. Und wenn man es falsch anschließt, funktioniert es nicht. Und jetzt wird es noch besonders gemein. Es gibt Hersteller, die haben nicht kapiert, dass A Minus ist im Standard und B Plus. Und die machen es genau verkehrt herum. Die denken sich, A ist besser als B, also ist A Plus und B Minus. Beschriften das Ganze falsch auf ihren Label und dann funktioniert es auch nicht. Also selbst wenn man sich sicher ist, dass man es richtig angeschlossen ist, zahlt es sich manchmal aus, wenn man es umgekehrt anschließt. Im Zweifelsfall könnte man es theoretisch, wenn man die Möglichkeit hat, auch ausmessen. Also man sieht ja quasi, was dann A und B ist. Meistens ist es nur schneller, bevor der Kollege mit dem Ostsee auf die Baustelle kommt, ist es meistens schneller, wenn man die Möglichkeit hat. Und ein zweiter Tipp, das ist mir in der Praxis auch schon einmal passiert, was die Performance angeht, ist es ja im Prinzip ganz praktisch, dass man diese Read-Multiple machen kann. Also sprich, man fasst jetzt seine Daten zu größeren Blöcken zusammen. Ich weiß nicht, wo man gleich 10 Register auf einmal liest. Und interpretiert dann die Daten entsprechend, weil einfach die Buslast geringer ist. Ich habe da aber auch schon, das war eine Wetterstation, das Problem gehabt, da waren relativ hohe Pollgeschwindigkeiten eingestellt. Und wenn jetzt das Kabel nicht ganz sauber ist und es Einstreuungen und Störungen gibt, dann ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt 10 Register oder 20 Register auf einmal polle und dann jetzt so ein Datenstrom mit 40, 50 Byte daherkommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Paket verfälscht wird und es zu CRC-Fehlern kommt, größer ist, als wenn ich nur kurze Pakete lese, also wenn ich Register einzelne lese, weil einfach ein längeres Paket natürlich durch eine Störung einfacher erwischt wird und zerstört wird als kurze Pakete. Und damals war eigentlich die Lösung und wie man das Ganze stabil hingekriegt hat, ist, dass man eben dieses Multiple Read ausgeschaltet hat oder einfach reduziert hat, wie viele Bytes auf einmal gelesen werden können, was zwar jetzt von der Netzwerklast schlechter ist,
aber den Produktivdatendurchsatz an und für sich erhöht hat. Noch ein Thema, weil wir haben ja da letztes Mal relativ eigentlich in dem anderen Tech-Talk schon ein bisschen drüber gesprochen, über Masse und RSP85 und so weiter. Vielleicht nochmal als Zusammenfassung, also die Masseleitung ist einfach essentiell, wenn man einen Referenzpegel braucht. Also es gibt halt Geräte, die haben nur A, B oder nur Plus, Minus und im Prinzip wird immer die Differenz gebildet und ich kann mir auch ein Differenzsignal hernehmen, aber ich brauche immer eine Möglichkeit, quasi jetzt einen Referenzpegel, also eine Nulllinie herzunehmen, wo ich sage, gegen die vergleiche ich jetzt. Ne? Und wenn die jetzt unterschiedlich ist und ich bilde mir zwar ein Differenzsignal, habe aber eine Gleichtaktverschiebung von A- und B-Signal, dann kann es, wenn es blöd hergeht, eben wirklich sich so ausgehen, dass wenn ich unterschiedliche Referenzpotenziale bei den Geräten mit langen Leitungen habe, dass einfach das ganze Paket außerhalb dieser Referenz ist und ich eben keine Daten auslesen kann. Und da bringt mir auch ein Optokoppler oder so irgendwas nichts, weil ich meine, ich habe keine Lichtübertragung, das heißt, mein Optokoppler, der entkoppelt, der trennt zwar mein Gerät galvanisch, aber vor dem Optokoppler brauche ich ja trotzdem irgendein Referenzpotenzial zum Vergleichen, ob ich jetzt High- oder Low-Pegel habe. Was allerdings wichtig ist und zu beachten ist, wenn ich diese Datenmasse mitführe, dann darf ich auf keinen Fall diese Masseleitung überall auf Masse legen. Also, oder diese Ground-Leitung, muss ich sagen, überall auf Erde legen, weil wenn ich eine lange Leitung habe, habe ich unterschiedliche Erdpotenziale und da passieren dann auch ganz komische Dinge. Also ich darf, wenn, dann darf ich die Masseleitung nur an einem Punkt mit einem Widerstand, wenn ich möchte, gegen Masse, also auf Masse legen. Aber das ist halt ganz wichtig und wir kriegen halt im Support doch immer wieder so Meldungen wie: Ich kann die Daten nicht auslesen, aber auf meinem PC funktioniert es und das muss euer Gerät sein. Und nein, ich habe keine Masse angeschlossen, aber das ist ja kein Problem, weil bei meinem PC habe ich es auch nicht und dort kann ich es auslesen. Diese Aussagen gelten alle nicht, weil ich meine, die Verhältnisse in einem PC sind andere als in einem Linksgerät und jeder braucht ein Massepotenzial und beim PC ist es halt gerade so, dass es funktioniert und bei uns halt, dass es nicht funktioniert. Also das ist halt wirklich immer zu beachten. Eine Frage an die Zuhörenden oder natürlich auch an Leutek: Wird da irgendein Kabel empfohlen oder hat jemand mit einem bestimmten Kabeltyp sehr gute oder sehr schlechte Erfahrungen gemacht? Also wir verwenden in der Regel Litchi. Dem ist die recht ähnlich, aber ein bisschen besser geschirmt. Das gibt es auch in der Twisted Pair Variante. Und damit haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und das ist eigentlich auch speziell für RS485 optimiert. Also die Kennung wäre LI2YCY und dann in Klammern TP für Twisted Pair. Achso, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Das wäre für die Innenverlegung. Für die Außenverlegung fügt man dann an dieses LI2YCY noch ein kleines V an. Dann ist es auch als für die Außenverlegung gedacht. Und damit kann man eigentlich wunderbar alles abdecken. Ja, super, danke schön.